Jetzt geht's los. Viel Spaß bei Flensdown TV mit B3, die Praxis. Beraten, begleiten, behandeln. Endlich ist es soweit. Ich sag Moin Moin und ein herzliches Willkommen zur ersten Ausgabe von Flensdown TV. Ich bin Max und das sind unsere Themen. Ich bin Max und das erwartet euch heute. Und das sind unsere Themen. Ich bin Max und das sind unsere Beiträge. Das war der letzte Schokoriegel von Weihnachten. Echt gut. Ich muss jetzt aber wieder boxen gehen, glaube ich. Geht ja nicht weiter so. Ich hoffe, ihr seid schön ins neue Jahr gekommen, habt richtig schön auf die Kacke gehauen, so wie sich das gehört. Herzlich willkommen an dieser Stelle zum zweiten Teil vom Best Of von Flensdown TV. Im ersten Teil haben wir uns natürlich den beliebtesten Beitrag angesehen, wie ihr gesehen habt. Jetzt kümmern wir uns um die Rubriken und Studiogäste, die ihr am besten fandet. Wir haben für euch einen Countdown zusammengestellt, der wurde von YouTube ausgewertet und haben zahlreiche Outtakes, die ihr euch nicht entgehen lassen solltet. Wir fangen an mit dem Platz 5 der beliebtesten Studiogäste. Hier sind die Jungs von Crashkurs. Als erste Studiogäste waren Crashkurs zu Flensdown TV gekommen und sind als Salamander wieder gegangen. Der Talk mit den drei Leons und Max landet mit 51% auf Platz 5 unserer meistgeschauten Studio-Talks. Und ich habe gehört, ihr seid gerade auch an der Arbeit an einem neuen Album. Wie würdet ihr den Sound beschreiben, der sich jetzt daraus gebildet hat? Also zum Vergleich zum letzten irgendwie, zum letzten Album. Oder zum letzten Songs, die ihr gemacht habt. Ja, experimenteller, verträumter. Verträumter. Ja, ich glaube, dass die Leute, die das erste Album richtig geil fanden, sich da sehr, sehr offen sein müssen. Mhm. Also, dass viele auch vielleicht gar nicht so gut finden würden, aber neue Leute, also keine Ahnung, wir werden da, glaube ich, eine andere Art von Leuten auch mit ansprechen. Neu. Aber so, Hauptsache man ist offen. Also, das ist auf jeden Fall ein bisschen was anderes. Okay. Das ist das erste Album, ein bisschen weniger Klassikrock und ein bisschen klangsuppiger. Sag ich jetzt mal so. Und ich habe gehört, Crashkurs hat eine große Veränderung vor sich. Und das ist. Dass es Crashkurs bald nicht mehr gibt, sondern. Wer hätte das gedacht? Ich nicht. Ich nicht. Nee, wir fanden den Namen eigentlich schon immer scheiße. Und die meisten Leute auch. Und wir machen es jetzt nicht für die Leute natürlich, wir tun das alles für uns. Ja, klar. Nee, aber Salamander, wir heißen jetzt Salamander. Ab jetzt. Ja, finden wir schöner und sehen das einfach als Neuanfang mit der neuen Musik, mit dem neuen Album. Ja. Also wir stehen immer noch zu dem alten Kram, also wir werden auch bestimmt immer mal wieder was Altes spielen und das gehört auch dazu, aber wir wollen jetzt eben Neuanfang mäßig was machen und Salamander finden wir geiler. Und Salamander ist entstanden wodurch, wie durch? Also was habt ihr euch da gedacht? Also erstens einfach nur, weil es geil klingt. Okay, kann auch eine gute Erklärung sein. Ne? Wir sind eigentlich darauf gekommen wegen so einem Song, oder? Ja. Salamander Palaganda, das ist so ein Lied von Tyrannosaurus Rex, von Mark Bolan, falls ihr den kennt. Postet's unter, ob ihr den kennt. Ja, nein, liken, nicht, was weiß ich. Nee. Ja, das war ganz schön cool, dass Crashkurs ihren Namenswechsel bei uns in der Sendung verkündet haben. Und wenn ihr das noch nicht gesehen habt, dann solltet ihr das mal nachholen. Die Jungs haben es echt drauf. Wir machen weiter mit Platz 4. Im Juni waren Pascal und Patrick bei Max im Studio und haben ihr musikalisches Projekt Dub Sounds vorgestellt. 59,6% Zuschauerbindung befördern die Jungs auf Rang 4. Erzählt mal, wann habt ihr vor allem euch zusammengefunden, um Musik zu machen? Wie ist das gekommen? Also, wir leben ja in der Facebook-Generation mittlerweile, leider. Oder auch nicht. Nee, auf jeden Fall gibt es ja mittlerweile auch die Flensburg-Gruppe in Facebook und da bin ich halt auf Pascal fündig geworden. Und man muss auch sagen, der Beitrag von Ihnen war 2 Wochen alt, also
ich lese gerne mal alte Posts und habe dann halt ein bisschen runtergescrollt, ein bisschen älteren Beitrag gelesen und er hat halt ausgeschrieben, ob jemand möchte, Musik zu machen. Ja. Und darauf habe ich ihn dann angeschrieben und so sind wir dann halt zusammengekommen. Und nee, also wir haben das zusammengeschrieben, wir haben uns zusammengesetzt, das geschrieben, wir haben so, also den Song an sich zusammen irgendwie produziert. Die Ausproduktion, also die musikalische Produktion, die lief über ja, Annie, das ist der Produzent von BVT hier in Flensburg, die ja eher bekannt sind für grundsätzlichen Hip-Hop. Er produziert aber auch so soulige Sachen, also ein bisschen mehr. Über dem lief die musikalische Produktion und die Videoproduktion lief über Elmo Music. Okay. Die haben auch schon mit Xavier Naidoo zusammengearbeitet tatsächlich, also mit Savage. Mhm. Und ja, also so lief das und so hat sich das eingebürgert. Also das ist so bisher das einzige Lied von uns dreien zusammen. Als nächstes kommt ja mein Song und dann, da kommen wir ja dann noch zu. It's on you to decide if you were to be mine. So be the light of my life. Also, wenn man vom Wunsch ausgeht, am besten wäre natürlich, wenn, wir, wenn ich mich jetzt in 5 Jahren sehe, mit den beiden auf der Bühne. Jeder macht sein eigenes Ding, aber trotzdem auch irgendwie zusammen. Ne? Also, dass man trotzdem irgendwie als Dub-Sounds agiert, das ein oder andere Ding irgendwie zusammen macht und das andere dann vielleicht auch wieder getrennt. Aber auf jeden Fall, dass wir uns nicht komplett irgendwie aus den Augen verlieren. Das ist schon irgendwie so mein Wunsch, aber ich denke, das ist auch realistisch. Zu Dub-Sounds haben wir eine lustige Vorgeschichte, denn manchmal kommt man ganz schnell zu uns in die Sendung. Kennst du Flenstown TV? Ja, hab schon gesehen. Ja. Hast du schon gesehen? Ja. Und wie findest du das? Ist geil. Also ja, finde ich cool, ja. Also ist halt anders, ne? Wir haben Werbung für Flenstown TV gemacht, Pascal für seine Band und zack, saßen sie bei uns im Studio. Und in der Zwischenzeit haben sie fleißig Musikvideos produziert, die man auf ihrem YouTube-Kanal sich anschauen kann. Da könnt ihr ja mal vorbeischauen. Ich denke mal, das lohnt sich auch. Ja, die Umfrage, kennt ihr Flenstown TV? Ist eine von vielen. Diara, Lena und Karl waren in den letzten Monat fleißig für uns unterwegs und wir haben mal ein paar ihrer Highlights zusammengestellt. Kennt ihr Flenstown TV? Ja, auf jeden Fall. Guckt ihr immer? Natürlich. Ja, immer. Und guckt ihr auch fleißig weiter zu gucken? Ja, auf jeden Fall. Also, doch. Perfekt. Super. Cool. Dankeschön. Dann noch einen schönen Tag. Und was bei dir? Keine Ahnung, echt nicht. Du hast einfach keine Ahnung von nichts. Nee. Das finde ich gut. Letzte Frage noch. Als Kind hatte man immer so einen Kindheitstraum, was man werden will, wenn man groß ist. Was war es bei dir? Das weiß ich gar nicht genau. Also relativ lange wollte ich immer Lehrer werden. So ab dem Moment, wo ich in die Schule kam, war ich immer von Lehrern begeistert. Bist du ein Ersti? Nein. Nein. Was studierst du denn? Maschinenbau. Maschinenbau. Und warum bist du heute hier? Weil ich heute eine Klausur schreibe. Oh, heute? Und noch sehr viel lernen muss, ja. Ach du Scheiße. Prinzessin? Schauspielerin. Detektiv. Wie Detektiv Conan oder eher so seriös CSI Miami? Nee, Holmes, eher Sherlock Holmes. So. Ganz schlau. Was hast du denn für eine App? WhatsApp. Oh, was machst du damit? WhatsApp. Okay. Du wirst interviewt für Flenstown TV? Nein! Genau! Ich hab das Video gesehen. Hast du? Max, wollen sie den Richtig! Ganz genau! Ein Kollege von mir, der letzte Jahr nämlich auch mitgemacht. Ja, leider verloren, der Typ. Und warum genau in Flensburg? Weil es die beste Stadt der Welt ist! Weil es am Wasser liegt. Die geilsten Fans. Wir waren leider nicht im Kaltstadt. Aber du hast es ja... Nein, nicht ich. Wie gesagt. Wieder rausgerissen. Nicht ich. Habt ihr keinen Urlaub? Ja, letzte 6 Wochen. Was? Meine letzte Woche jetzt. Ja? Und was hast du gemacht? Ja, nicht besonders viel, muss ich sagen, ne? Das, was ich gemacht habe, ist Bier trinken und in der Sonne liegen. Stopp mal kurz, einmal kurz anhalten. Kennst du Flenstown TV? Nee. Hast du noch nicht von gehört? Nee, habe ich nicht. Dann gebe ich dir jetzt mal so eine Karte. Ja. Und zwar kannst du dir das dann mal angucken bei YouTube. Das mache ich. Und wir drehen gerade einen Spot dafür. Und es wäre ganz cool, wenn ich dich jetzt nochmal anspreche und du dann so tust, als wenn du uns kennst. Damit wir es in umgedrehter Reihenfolge dann nachher senden können. Okay. Ja, willst du es machen? Ja. Okay, cool. Wir wollen uns richtig großen großen Tannenbaum in die Bude holen. Wohnt ihr zusammen? Nee, aber ich bin nicht. Ach so, alles klar. Und mit deiner WG willst du es machen? Und wo holt ihr den? Wissen wir noch nicht. Irgendwo aus dem Wald. Ja, okay. Kennst du Flenstown TV? Nein, kenn ich nicht. Nein, du bist doch so ein Kind schon. Du hast einen klar schon mal gehört. Guck ich immer. Ja, okay, also mach's nochmal, ja? Die beliebteste Umfrage laut YouTube war übrigens das SG Campus Quiz, gefolgt von der Sommerumfrage mit Lena. So, wir machen weiter, hier ist Platz. Nach seinem Sieg beim NF Song Contest ging es für Belias steil nach oben.
Im Talk mit Max stellte er sein Mixtape vor und performte seinen Gewinnersong sogar live. 60% von euch fühlten sich angesprochen und bescheren Belias den dritten Platz in unserem Countdown. Belias, moin, schön, dass du da bist. Und das ist halt so eine getrennte Arbeit, also ich schreibe sozusagen die Texte und bin sozusagen musikalisch, ja genau, ja. So der Kreative, sag ich mal. Und dann gibt es noch einen Moritz, der dreht für mich die Videos, also Macklemo und Razzazin, also Frederik, der nimmt das alles auf, mischt das ab. Okay. Und der ist dann sozusagen der das Lied perfekt macht. Und ja, das ist dann eine ganz gute Zusammenarbeit. Und das Lied, ich bleibe, das ist auch in Dänemark mit Moritz dann halt entstanden. Also, du hast nicht nur dieses Musikvideo gemacht, du hast nämlich auch den Nordfriesland Song Contest gewonnen. Wie ist das gekommen, dass du da mitgemacht hast und wie fühlst du dich als Gewinner von diesem Song Contest? Das ist natürlich die wichtige Frage. Also die Geschichte ist ganz lustig. Ich hätte da sozusagen fast gar nicht mitgemacht und zwar hat mich eine Freundin oder jetzt wieder Freundin angeschrieben und meinte so... Wieso nicht mal nicht Freundin? War da mal ja, was also, mit der Kleinen? Oder nein, nein, nein. Also wir hatten ein kleines Problem miteinander. Okay. Und sie hat mich halt angeschrieben und hat gefragt, ey, hättest du Bock, mir einen Refrain zu rappen? Ich habe da Lust mitzumachen. Okay. Und dann habe ich so gesagt, nee, kein Bock drauf. Und dann haben wir gesagt, ja, man kann da 500 Euro gewinnen. Und dann meinte ich so, nee, kein Bock drauf. Und habe ich dann gleich hingesetzt und ein eigenes Lied geschrieben. Moin, moin, Johnny ist ein Rap-O-Platz. Und mit Athlet mock ich mir Gegner Schachmatt. Moin, moin, ich morgen friesisch Rap. Und Athlet ist ja mal richtig fesch. Moin, moin, Johnny ist ein Rap-O-Platz. Und mit Athlet mock ich mir Gegner Schachmatt. Moin, moin, ich morgen friesisch Rap. Und Athlet ist ja mal richtig fesch. Ich bin zwar kein Mädchen, aber ich kann trotzdem Woo-Girl sein, wenn ich will. Der Palette Song Contest Gewinner weiß, wie man sich vermarktet. Er hat nämlich schon kurz vor Weihnachten sein erstes Mixtape veröffentlicht. Und unter dem Link hier, der gerade eingeblendet wird, könnt ihr seine Musik downloaden, wenn ihr sie mögt. Natürlich nur, wenn ihr sie mögt, weil das ist ja sonst Quatsch. Belias, schöne Grüße an dich. Du hast unsere Betriebsfeier schon aufgemischt. Natürlich wissen nicht alle, was damit gemeint ist, aber das ist auch gut so. Ende Januar, wenn es bei uns wieder regulär weitergeht, ist Max wieder am Start. Wir bezeichnen ihn ja immer als One-Take-Wonder. Ich weiß aber, glaube ich, echt wirklich nicht, warum das so ist, denn wir haben nämlich mal seine besten Versprecher für euch zusammengestellt. Bitteschön. Endlich ist es soweit. Ich sag Moin Moin und ein herzliches Willkommen zur ersten Ausgabe von Flamstown TV. Wir haben tolle Studiogäste hier. Bei uns gibt es sportliche Höchstleistungen. Nochmal von vorne. Es ist wieder soweit. Flamstown TV ist wieder da. Wir haben tolle Beiträge für euch vorbereitet und natürlich auch wieder geniale Gäste eingeladen. Okay, machen wir nochmal. Falls euch das gefallen hat, ab sofort werden wir euch hier alle 14 Tage mit neuesten Infos rund um Flensburg und Umgebung informieren. Nein! Was habe ich denn eben gesagt? Ach ja. Falls euch das gefallen hat, was ihr gerade gesehen habt, dann könnt ihr natürlich auf dem YouTube-Kanal der SG Flensburg-Handewitt noch mehr Videos zum Campus-Quiz. Ich vergesse immer, was für ein Quiz das ist. Ein Campus-Quiz. So, liebe Flamstown TV-Zuschauer, Sommerpause ist vorbei. Ich habe mich jetzt in den letzten Wochen ein bisschen gebräunt hier am Strand von Solitude. Ich gehe mich jetzt schnell fertig machen. Das ist doch Quatsch, ich bin doch schon fertig. Endlich ist es wieder soweit. Nach 3 Wochen Flamstown-Abstinenz geht es wieder los. Wer von euch schon mal im Stadion von Flensburg 08 war, der hat ihn sicherlich auch schon gesehen. Yannick Holst im Tor der Gelb-Blauen. Der Blau-Gelben heißt es, ne? Verdammt. So, liebe Zuschauer, endlich ist es wieder soweit. Nach 3 Wochen Flamstown-Abstinenz geht's jetzt wieder los. Oh, ich trau mich voll nicht mehr. Alles gut. Rambi, Zambi, Bamba, Bamba. Tja, was soll man sagen? Morten hat mit 3-1 in Führung. Anfang des Jahres stand... Anfang des Jahres fand der Campus Cup. Wie heißt das Ding? Ja. Ich bin Max und das sind eure 10. Bei dieser Kategorie verschicken wir unseren. T-Shirt
Tja, jetzt wird's nochmal richtig spannend. Diara hat zum 2-2 ausgeglichen und jetzt bin ich wirklich mal gespannt, wie es jetzt weitergeht. Gespannt. Morten hat erneut gewonnen und liegt jetzt im Geschlechterkampf für die Jungs mit 2-0 vorne. Ja. Achso, das wissen wir ja noch gar nicht, ne? Ich möchte mal sehen, was sich da Morten einfallen lässt, um das wieder... Wie dort die Leute drauf sind, wie es um die Allgemeinbildung dort ist, gestanden ist, nee, wie sagt man das, bestellt ist. Moin. Hey, meine Freunde, heute ist die letzte Ausgabe von Flenstown TV. So, Flenstown TV meldet sich aus der Sommerpause zurück. Wie ihr gesehen habt, unser Studio ist dem Strand. Es ist eine super Party heute. Alle waren sicher, auch wenn einer nur gewinnen kann. Morten hat das Battle gewonnen. Wer jetzt richtig getappt hat letzte Woche? Hallo, aber hallo, hier kommt hier. Also ich habe im Gegensatz... Wollt ihr nicht rückwärts gehen? Aha, okay. Ich stehe jetzt gerade vor der DLRG aus Solitude, in Solitude. Karten für die Spiele und das Volk gebracht. Hier ein kurzer Ausschnitt. Und nochmal. Bist du soweit, Micha? Ich schon. Okay. Was? Jetzt mal wieder so. Vorbei dann. Die Leute so an der, was war das nochmal? Hafenspitze. Scheiße! Ah, die letzte Ausgabe für dieses Jahr. Ja, schade, ne? Also genauso schade wie die letzte, vorletzte Folge, wo wir uns wieder verabschieden mussten. Also fange ich nochmal von vorne an. Ich hatte es ja eben schon erwähnt. Was soll ich denn sagen, ey? Ach ja, genau. Ich packe nämlich jetzt erstmal meine Badehose ein und geh für Förde-Cross-Training. Genau. Hm? Förde-Crossing trainieren. Viel Spaß, bis dann, haut rein. Max, ne? Ja, der ganze Kram ist natürlich gar nicht so leicht. Ich weiß, wovon ich spreche. Herzlich willkommen bei Flenstown TV. Oh. Herzlich willkommen bei Flenstown TV. Herzlich willkommen bei Flenstown TV. Ich bin Max. Achso, du machst weiter. Ich bin Max und das sind unsere Themen. Ich bin gar nicht Max. Max ist nämlich krank und ich belasse. Und dann mach. Ja, weiß ich nicht, Alter. Ich muss immer lachen, wenn die Kamera an ist. Ich weiß auch nicht. Nach dem historischen Sieg der Flensburg. Nein. Nach dem historischen Sieg der B-Jugend von Flensburg 8 gegen die Killerpilze sind wir nun wieder zurück mit einer Revue. Da Max heute krank ist, habe ich die Ehre hier zu stehen. Also wundert euch nicht. Nee, das ist doch. Meldet euch an die Redaktion und beschwert euch, die sind, glaube ich, für Katrin. Also wundert euch nicht, wenn ich Scheiße laber, wenn ich... Nee. Vielleicht darf ich mich nicht so bewegen. Und wir kommen zum ersten Beitrag. Und zwar ist es ja immer schön, wenn in Flensburg noch was los ist. Ich hab gehakt. So, ein letztes Mal und jetzt mach ich das. Dort war der Jahrmarkt und schämt euch, wenn ihr nicht da wart. Björn und Machi waren wieder für uns unterwegs. Unsere ja. Björn? Ja. Ach ja, ja. Ja, ist das gut so? Oder ihr geht nächstes Jahr im April zum Jahrmarkt und gewinnt sie. Ja, das war's schon wieder fast. Mann! Ja, das war's schon wieder fast von Flensburg TV. Wieso kann ich da nicht einfach mal liegen bleiben? Mann! Das war's schon fast wieder von Flenstown TV. Ja, da haben wir gar nicht durchgelesen. Danke, Morten. Danke, Morten. Danke, Morten.
Wie ihr vielleicht wisst, ist mein Handy klingelt. Scheiße. Danke, Morten. Was soll ich Ihnen sagen? Ja, im November werden die Karten wieder neu gemischt. Warum ist das in Klammern? Hab ich was vergessen? Ciao. Mach auf. Heute war ich übrigens fehlerfrei. Wir machen weiter mit unserem Countdown. Hier ist Platz 2 der beliebtesten Stühle. 61,1% verfolgten den Auftritt der TSB Cheerleader bei uns im Flenstown TV Studio. Der sportliche Talk landet damit auf dem Silberrang. Immer aus so amerikanischen Filmen irgendwie natürlich vorgeprägt ist und man dieses Bild hat und man hat natürlich dann auch immer mit gewissen Vorurteilen zu kämpfen, oder? Ist das so? Ja, das ist tatsächlich so. Man sieht ja viel in den Filmen, wie die dann rumhüpfen und, und wir sind alle ganz toll. Und klar sind wir auch toll, aber es ist halt weniger zickig bei uns und geht doch mehr in die sportliche Richtung. Wie lange macht ihr beide schon Cheerleading? 7 Jahre aktiv. Genau, und ich habe 98 angefangen, also 1998, bin jetzt aber mittlerweile nicht mehr aktiv, sondern coache die Mädels nur noch. Und was müsste jetzt jemand mitbringen, um bei euch mitmachen zu können? Also grundsätzlich sagen wir, nehmen wir jeden. Mhm. Wenn er Lust hat, sich zu bewegen, wenn er Spaß am Teamgedanken hat, an einem Teamsport, weil das ist Cheerleading nun mal. Und er müsste dann natürlich auch, wenn er dann regelmäßig ins Training kommt, was auch Voraussetzung ist, sich bestimmte körperliche Geschichten aneignen, also bestimmte körperliche Eigenschaften, die aber eigentlich jeder schafft oder das kann sich also jeder wirklich antrainieren, wenn er regelmäßig ins Training kommt. Zu Flenstown TV gehören natürlich auch unsere Rubriken wie die Alleskönner, gute Besserung an Björn an dieser Stelle, und das Town Battle, in dem ich ja neuerdings auch irgendwie mitmachen muss, das ist ja irgendwie so eine Sache. Und wie schlau ist, natürlich mit dem lieben Karl. Und hier sehen wir die Highlights. Ja, hallo, hier sind wir mal wieder bei Wie schlau ist. Wie viele Einwohner hat Neumünster? 5000 Abweichung ist in Ordnung. Weiß es jemand von euch? Neumünster ist ja ein Dorf. Wie viele Einwohner hat Itzehoe? Keine Ahnung. 22.000. Besser geht's ja kaum. Perfekt, richtig. Wie viele Einwohner hat Flensburg? Eine Abweichung von 5.000 wäre in Ordnung. Einfach nur schätzen. Keine Ahnung. Jetzt haben wir noch eine Fanfrage, die letzte, die fünfte. Was ist eine Blondine, die joggt? Dumm gelaufen. Klasse. Perfekt. Achso. Ja, klasse. So, das waren 1, 2, 3 Punkte. Klasse. Bester von Itzehoe. Glückwunsch. Und dann viel Spaß noch. Ne? Also wir sind hier heute in Flensburg und Morten und ich werden gleich zum ersten Kampf der Geschlechter antreten, zur Town Battle. Würdest du dich mit mir befreunden? Ja. Würdest du es auch jetzt sofort machen? Ja. Das wäre super. Hallo, ihr beiden. Habt ihr mal kurz Zeit? Gleich das erste Nein. Das ist hart. Ich bin nämlich gerade am Gewinnen, musst du wissen. War das ja klar. Das ist gut. Ja, ne? Willst du mich doch adden? Ja, adde ihn. Wenn du ihn addest, ja. Du darfst dich nur da einloggen, wenn du mich addest. Sehr gut, dann habe ich schon 4 Freunde. Sozusagen, ne? Ich muss dazu sagen, sie hat mir auch schon 2 weggeschnappt. Ja, vor der Nase. Die wollten mich haben. Wissen Sie, wie der Oberbürgermeister von Flensburg heißt? Schade. Ja, Map. Wissen Sie, wer der Oberbürgermeister von Flensburg ist? Ja, Faber, ne? Genau, richtig. Ja, natürlich. Vielen Dank. Mein Name ist Erich Dänisch. Abstimmung. Ja? Ja, das ist richtig, ja, das weiß ich. Wie ist sein Name? Das erinnere ich nicht. Wissen Sie nicht mehr? Aber Sie wissen, dass er dänische Abstammung ist. Ja. Das ist ja eigentlich schon ein halber Punkt, nee, ne? Nee, also nee, das ist ein Null. Ist das nicht von... I'm gonna dance. Richtig! Voll gut! Dankeschön! Das ist alles scheiße, das sind alles scheiß Lieder, das sind scheiß Lyrics, das ist eine scheiß Frage, das ist ein scheiß Spiel. Und, aber das Kind ist nicht mein Sohn.
But the child isn't the son. Genau, was ist das für ein Lied? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, lass es. Doch. Denk mal nach. Nein. Doch. Ich muss arbeiten. Scheiß doch mal auf Arbeiten. Ich hab gewonnen. Ladies müssen auch mal Glück haben. Von daher geht der Punkt halt an sie. Was? Wow, wow, wow. Nein, das gibt es nicht. Das gibt's doch nicht. Das kann nicht sein. 6 zu 6. Das gibt's doch nicht. 6 zu 6. Ey, das gibt's doch nicht. Das ist ein Mädchenspiel, sowas können wir uns nicht. Was ist eine Blondine beim Basketball? Morten. Hi. Beide drinne? Ja! Das beliebteste Battle war übrigens das Elfmeterschießen mit den Killerpilzen, gefolgt vom Basketball-Battle mit Morten und Diara. Damit ist es Zeit für Platz 1 von unserem Countdown. Hier kommt euer beliebtester Talk 2013. Keine Überraschung an der Spitze. Mit großartigen 88,4% holen sich Jo, Fabi und Max von den Killerpilzen den ersten Platz in unserem Countdown der beliebtesten Interviews. Zur Jubiläumsfolge reisten die Jungs extra in die Fördestadt, um mit uns unsere 10. Folge zu feiern. Wunderschöne Stadt. Wir waren auch am Hafen und haben dann Kaffee in der Fußgängerzone getrunken. Oder ich weiß nicht, ob es die Fußgängerzone war. Und heute haben wir das große Vergnügen, euer Stadion zu bespielen. Dass es so schnell geht, hätten wir auch nicht gedacht, aber es ist großartig. Ich weiß nicht, ob ihr das schon 1000 Mal gehört habt, aber warum sollte man Grell kaufen? Warum? Was ist gut? Also wir haben unser Album auf jeden Fall schon 1000 Mal gehört. Und wie Jeanette Biedermann. Wir sind sehr, sehr stolz auf das Album. Und glücklicherweise bemerken auch viele andere Leute jetzt den Fortschritt. Wir haben ja dieses Jahr schon die große Ehre gehabt, Rock am Ring spielen zu dürfen. Wir spielen einen richtig langen Festivalsommer, waren ja auch schon auf eigener Tour, haben jetzt in Österreich das Frequency Festival gespielt. Und ja, das Album ist auf jeden Fall das Beste, das wir bis dato abgeliefert haben. Unsere Texte haben sich, glaube ich, sehr ins Positive entwickelt. Wir haben auch da sehr hart dran gearbeitet. Insgesamt an der ganzen Platte, die auch Max produziert hat. 2 Jahre gearbeitet und dadurch konnten wir auch für uns selber so einen neuen Qualitätsstandard festlegen. Und dadurch, dass es das beste Album ist und da wunderschöne Songs drauf sind, sollte sich das jeder anhören, kaufen. Und ich glaube, das ist die einzige Empfehlung, die ich ausspreche. Also für uns sehr erfolgreiche Festivalsaison, haben viele neue Leute erreicht, viele Künstler und Bands getroffen, die wir auch schon länger kennen oder neue kennengelernt.
und waren natürlich große Highlights dabei, jetzt zum Beispiel Rock am Ring, Frequency in Österreich, ein großes Festival, wo wir dann auf der Center Stage gespielt haben. Und für uns haben sich die Festivals auf jeden Fall so gestaltet, dass wir auch gemerkt haben, dass viele Leute die Killerpilze hören wollen, wieder hören wollen. Viele, die auch vielleicht die letzten Jahre gar nicht so zugehört haben, die Platten nicht mitbekommen haben. Und jetzt haben wir halt mit Grell, mit dem neuen Album, wirklich diesen Switch geschafft, dass wir auch die Aufmerksamkeit wieder haben auf unser eigenes kleines Label. Und genießen diese Freiheiten auch und dass echt jetzt da wieder so ein neuer Boost drauf ist. Und was für eine Überraschung, die Killerpilze haben das Ranking für sich entschieden. Ich glaube, das lag auch ein bisschen am Moderator. Ich fand den ganz nett. Ja, liebe Leute, das war's vom zweiten Teil vom Best Of von 2013. Bleibt uns treu, abonniert uns, teilt uns. Na, ihr wisst schon Bescheid. Und verpasst nicht, wenn Max wieder da ist. Wir werden wieder weiter für euch Beiträge drehen und neue Ideen einbringen. Und wir sehen uns natürlich auch wieder. Bis dann, euer Lasse. Die Stadt klingt immer noch nach uns. Für jetzt und immer. Als wären wir niemals von hier weg. Und wenn der letzte Ton verstummt. Vielleicht für immer. Das klingt immer noch nach uns. Das war's. Bis zum nächsten Mal mit Flenstown TV und B3, die Praxis.